du Beckenbodenbeschwerden vorbeugen möchtest oder sie lindern willst, dann bist du in diesem Workout genau richtig. Ich habe heute 8 Übungen für dich vorbereitet in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. 60% aller Schwangeren sind von Beschwerden rund um den Becken betroffen. Und wenn du mehr über Symphysen, Schambein, Fugenbeschwerden wissen möchtest, dann verlinke ich dir hier ein weiteres Video. Und dann würde ich sagen, rauf auf die Matte und los geht's. Keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Für das heutige Workout brauchst du einen Stuhl. Wir fangen also relativ sanft an und steigern uns dann. Dann brauchst du weiters einen Pilatesball, den du nur so ein bisschen aufgepumpt hast, und dein Miniband. Vergiss nicht ein Glas Wasser und dass du das Fenster aufmachst und schau, dass du dein Seitenschläferkissen oder Yin-Yoga-Kissen parat hast. Stell deinen Stuhl auf, mach dich bereit. Ich werde dich heute die nächsten 15 Minuten begleiten und ansagen. Wir starten damit, einfach auf unseren Atem zu achten und leg dafür eine Hand auf deinen Babybauch und eine Hand auf dein Herz. Schließ gerne die Augen und schau mal, ob dein Atem auch wirklich tief bis zu deinem Baby in den Bauchraum geht. Und wenn nicht, dann vertiefe den Atem. Eine richtig gute Bauchatmung hilft uns, unser Baby mit Sauerstoff zu versorgen. Und von hier aus nimm den Beckenboden nach oben mit der Einatmung und mit der Ausatmung lass ihn gehen. Einatmen, Beckenboden nach oben ziehen und ausatmen gehen lassen. Du siehst es auch bei mir, wie sich die Brust hebt und senkt. Und dafür ziehen wir die Sitzbeinhöcker zueinander. Schnapp dir nun deinen Pilatesball und gib ihn zwischen deine Knie. Wir machen gemeinsam die Knee Press, die soll dir helfen, die Beschwerden bei der Symphyse loszuwerden. Und bei der Ausatmung drückst du fest und bei der Einatmung entspannst du. Ausatmen, anspannen, einatmen, entspannen. Merk, Liste ist AA und EE. A anspannen, E entspannen. 30 Sekunden Pause, gib dafür den Stuhl zur Seite. Es wird ein bisschen dynamischer, leg dich auf die Seite mit deinem Pilatesball und deinem Seitenschläferkissen. Du kannst auch einfach 2 Kissen übereinander nehmen. Wir separieren die Knie und schauen, dass sie übereinander liegen. Dann legst du dich auf die Seite und mit der oberen Hand pushst du bei der Ausatmung gegen deinen Pilatesball. Und mit der Einatmung entspannst du wieder. Das ist die richtige Beckenbodenatmung gegen Symphysenschmerzen. Mach das gerne in deinem Tempo und schau, dass du den Atem nicht einfach anhältst. Von hier aus wechseln wir die Seite, gleich ohne Pause. Und du siehst, diese Übungen sind immer jene, wenn du wirklich Schmerzen hast. Anspannen, drücken und entspannen, einatmen. Als nächstes kommen wir in eine Cat-Cow-Position. Dafür kannst du den Pilatesball nutzen. Wie gesagt, wenn du keinen hast, dann arbeitest du einfach ohne. Nimm das linke Bein über das rechte. Die Knie sind sozusagen übereinander gestellt. Und dann drückst du wieder bei der Anspannung und bei der Einatmung entspannst du. Cross-Cat. Cow Press. Und dann wechsel die Seite. Sollte dir Schmerzen bereiten,
machst du das dann eine klassische Katze-Kuh-Haltung mit dem Beckenboden kippen. Die werden wir dann auch noch machen. Rücken Spannung aufbauen und lösen, entspannen. Von hier aus finde deinen Weg in die Modified Ball Bridge. Dafür nimmst du den Ball zwischen die Knie und bei der Ausatmung hebst du dein Becken, soweit es dir schmerzfrei möglich ist. Die letzten Sekunden und dann entspanne, gönn dir 20 Sekunden Pause, bevor wir mit dem Band weiter atmen und arbeiten. Nimm dein Band oberhalb der Knie, so circa 2-3 cm, leg dich über die Seitenlage auf den Rücken. Und wir kommen jetzt in eine Glute Bridge, indem du die Knie auseinander drückst und mit der Ausatmung dein Becken nach oben hebst. Du kannst dich gerne umarmen, deinen Babybauch. Ausatmen, push nach oben, halte die Beckenbodenspannung und löse die Beckenbodenspannung erst wieder, wenn dein Gesäß auf der Matte gelandet ist. Wir kommen in eine kniende Kniebeuge. Mit der Ausatmung pushst du dich nach oben auf und mit der Einatmung setzt du dich auf die Fersen, nimm dafür die Hände mit, öffne die Brust, wenn du kniend bist und schließ die Hände wieder, wenn du auf den Fersen sitzt. Solltest du kein Band zur Hand haben, dann machst du das einfach mit deinem Pilatesball zwischen den Knien. Und dann gönn dir eine kurze Pause. Wir starten jetzt nochmal mit dem Side Pilates Press. Dafür nimm dir deine Bolster und deinen Pilatesball. Und es warten dann noch zwei neue Übungen auf dich. Mit der Ausatmung pushst du in den Ball. Dein Ball ist so etwa ein Drittel, zwei Drittel aufgepumpt, also nicht vollständig. Wende der Schnitzel, leg dich auf die andere Seite und push in deinem Ball immer mit der Ausatmung. Wir integrieren in die zweite Runde zwei neue Übungen. Die eine ist der Invisible Crunch. Dafür legst du dich über die Seitlage, wieder auf den Rücken und kippst dein Becken mit der Ausatmung und mit der Einatmung lässt du den Bauchnabel nach oben plumpsen oder streckst ihn nach oben. Diese Spannung, die du da spürst, die solltest du zu 60% immer haben und ist einfach der Grund, dass der Babybauch wächst, dass uns diese Spannung verloren geht. Also der Invisible Crunch, den kannst du immer wieder machen. Und dann kommen wir in eine Kniebeuge. Mach sie nicht zu tief wie normalerweise. Ich würde da jetzt das Band nehmen, statt den Pilatesball, weil sonst die Knie einfach nach innen kippen. Wenn du kein Band hast, dann machst du es einfach ohne. Und das ist eine ganz, eine langsame Kniebeuge.
eine restaurative Kniebeuge sozusagen, um dann wieder Vollgas zu geben, wenn wir keine Schmerzen, keine Beschwerden haben. Von hier aus kommen wir in die Cat-Cow-Position. Wir machen die jetzt mal eine Runde ohne Ball, damit du siehst, wie sie anders einfach ist, wie die Übung anders ist. Ich kippe hier mehr das Becken, die Bewegung ist viel mehr aus der Hüfte als beim klassischen Cat-Cow. Und dann wechsel die Seite, konzentriere dich auf die Hüfte und schau, dass du hier ins Beckenkipp kommst. Natürlich in deinem Tempo. Die letzten Sekunden. Und dann schnappst du dir wieder dein Band für die Glute Bridge, über die Seitenlage. Stell dir einfach vor, du hast zwischen deinen Bobo-Backen ein Geldstück, das du ganz fest zusammenpresst. Dann ist es richtig, wenn du das spüren kannst. Wir haben jetzt 30 Sekunden Pause. Trink gerne ein Wasser. Und dann geht es weiter mit den letzten drei Übungen vorm Cooldown, vorm Stretchen. Streichel deinen Babybauch. Ich hoffe, es geht dir schon besser. Und dann nimm den Ball zwischen die Knien, wir kommen in die Modified Bridge. Und auch hier arbeite wieder mit deinem Atem. Wir kommen jetzt in die kniende Kniebeuge, Kneeling Squat, dafür nimmst du wieder dein Band. Oder einfach den Ball. Einatmen, Gesäß ist auf der Ferse und ausatmen, push nach oben auf. Achte hier auf deine Hüftbeuge, dass sie nicht zu weit durchgestreckt sind, dass du keine Überstreckung spürst. Und die Bewegung ist aus der Beckenbodenspannung und dem Gesäß. Alles andere sollte nicht arbeiten. Löse das Ganze auf. Du hast jetzt noch 20 Sekunden Zeit für eine kurze Pause, für eine kurze Trinkpause. Und dann kommen wir nochmal in die stehende Kniebeuge. Gerne mit Band, gerne aber auch ohne Band. Und dann habe ich noch drei Cooldown-Übungen für dich vorbereitet. Sitzbeinhöcker wollen zueinander, Beckenboden zieht nach oben. Dadurch spürst du auch die Oberschenkel, so einen leichten Zug. Leg die Hände auf den Oberschenkeln ab. In eine Cat-Cow-Position, einatmen, Brust, schieb nach vorne, ausatmen, Rundrücken. Finde deinen Weg in einen Langsitz, nimm dafür auch das Band weg, falls du es nicht schon getan hast. Und dann nimm das linke Bein über das rechte Bein, komm in einen seitlichen Stretch und verweilen hier ein paar Atemzüge, finde Länge im Rücken. Und
und dann wechseln wir die Seite. Komm zurück in den Langsitz und nimm das rechte Bein über das linke Bein. Blick ist dann nach rechts gerichtet und so ein leichter Twist, so wie das für dich angenehm ist. Verweil hier ein paar Sekunden. Und löst das Ganze auf. Such dir gerne den Fersensitz. Der Kreuzsitz wird jetzt vielleicht nicht mehr funktionieren wegen Schmerzen. Schließ die Augen und schicke all deine positive Energie zu deinem Baby. Ich hoffe, dass du nun schmerzfrei bist und weißt, was du tun kannst, wenn du Schmerzen hast. Dein Baby freut sich, dass du für es da bist, für ihn oder sie. Nimm alle positive Energie nach oben auf und zentriere sie vor deinem Herzen. Ich danke dir vielmals fürs Mitmachen. Ich hoffe, dieses kurze Workout hat dir genauso gut getan wie mir. Manche Abfolgen sind ein bisschen schnell für die 30 Sekunden. Ich lade dich einfach ein, das zu wiederholen, dir meine anderen Videos dazu anzusehen, damit du weißt, wie du richtig deinen Beckenboden und deine Schambeinfuge trainierst. Und komm super gern in meinen kostenlosen 30-minütigen Workshop, in dem ich dir zeige, wie du effektiv in der Schwangerschaft trainierst, beschwerdefrei für eine sanfte Geburt und eine rasche Rückbildung. Und dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wir uns im nächsten Video sehen. Alles Liebe von meinem Herzen zu deinem Herzen.